So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde GaxDV und in dem heutigen Video möchte ich nochmal ein bisschen diskutieren, was B450 und B550 angeht, als auch die kommenden Ryzen 3000 XT Chips in Zusammenhang gestellt mit dem Launch von Zen 3, der uns dieses Jahr ebenfalls erwartet. Also solltet ihr am 7.7., wenn dann die brandneuen 3000 XT Chips, darunter der 3900 XT, 3800 XT und 3600 XT im Handel erscheinen, mit den ganzen tollen neuen B550 Boards losstürmen und den Einkaufswagen vollhauen. Leute, denkt ein bisschen nach. Wir haben jetzt die 10. Generation von Intel gesehen mit dem neuen Z490 Chipsatz und entsprechend musste AMD irgendwas auf den Markt werfen, ja, denn selbst wenn die Ryzen 3000er CPUs das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis liefern, sind es nichtsdestotrotz alte CPUs gegenüber Intel. Und der Markt ist gerade sehr, sehr stark umkämpft. Und wenn ihr Enthusiast seid, entsprechend bereits wahrscheinlich auf Ryzen umgestiegen seid, dann ist der XT-Launch eh nichts für euch. Wenn ihr euch erhofft, hier großartig viel mehr Leistung zu sehen, dann schneidet ihr euch hier gewaltig. Der Single-Core-Turbo, ja, mit 100 oder 200 MHz hier an der Stelle, ein bisschen angehoben, aber im All-Core, wenn ihr eh übertakten wollt, Leute, dann könnt ihr es vergessen, da wird nicht mehr möglich sein. Es ist derselbe Silicon, vielleicht hier ein bisschen besser gebindet, aber auch das bezweifle ich ganz ehrlich. Ich bin einfach der Meinung, dass die Ryzen-CPUs mit den 2020er-Batches einfach besser ausfallen im Yield. Das bestätigt sich an vielerlei Stelle. Entsprechend habe ich hier einen Ryzen 3600 mit 2020er-Batch, werde das Ganze mit meiner Feldstudie zum Ryzen 3600 im Jahr 2019 zu 2020 einmal aufstellen und vergleichen. Denn ich hatte das Jahr davor viele Systeme auch für Freunde gebaut und deren 3600er getestet. Ich hatte selber auch ein, zwei auf dem Kanal bereits vorgestellt und jetzt kommt hier ein weiterer. Entsprechend habe ich, glaube ich, fast 6 Stück da gehabt, davon entsprechend 5 aus 2019 und einem aus 2020. Der 2020er 3900, den ich in meinem System bis jetzt drin hatte, hat sich überragend übertakten lassen. Und genau dasselbe erwarte ich auch von dem 3600. Mir wurde an vielerlei Stelle gesagt, unter den Kommentaren, dass die neuen Ryzen 3000er CPUs mit 2020er Batch sich deutlich besser übertakten lassen. Dementsprechend, ja, warum solltet ihr die alten Preise, ja, für die Ryzen 3000er CPUs, für die XT-CPUs blechen? Es macht einfach an der Stelle für mich keinen Sinn, wenn ihr jetzt ein System bauen wollt. Dann holt euch den alten 3600er, den 3700X, noch nicht mal den 3800X, Leute, den 3900X oder, ja, wenn ihr 16 Kerne brauchen solltet, bleibt euch eh nichts anderes übrig als der 3950X. Aber die alten CPUs haben jetzt schon ein Hammerpreis-Leistungsverhältnis, sind enorm im Preis eingeknickt, ja, unter 400 Euro für den 12-Kerner, teilweise 150 Euro für den 6-Kerner. Das sind wirklich Traumzahlen. Selbst der 2700X mit seinen 8 Kernen bahnt sich immer weiter den Weg auf die 250-Euro-Marke zu. Und da macht ihr definitiv nichts mit falsch. Natürlich könnt ihr noch ein paar Monate warten. Das Jahr hat jetzt auf jeden Fall die Hälfte überschritten. Und entsprechend ist auch Zen 3 noch auf dem Plan. Aber wenn ihr jetzt ein System baut, ja, rechtfertigt es nicht und kauft euch dafür in dem Zeitraum jetzt keine 3000 XT-CPU, sondern setzt lieber auf die vorherigen 7-Nanometer-Chips, denn es ist ein und dasselbe Silizium, das bei den CPUs zum Einsatz kommt. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, B550. Ursprünglich hatte ich richtig euphorisch vorgehabt, auf das B550 ITX-Board von MSI zu setzen, weil ich ja so glücklich mit dem B450 ITX-Board war und immer noch bin. Ja, und genau das ist so der Punkt. Ich sehe keinen logischen Grund, wieso ich jetzt auf B550 aufrüsten sollte. Zen 3, die Ryzen 4000er CPUs, wird die letzte CPU-Generation sein, die auf B550 als auch B450 Platz finden wird. Und wieso sollte ich jetzt ein im Durchschnitt 100 Euro teureres B550-Board kaufen,
wenn ich schon ein B450-Board habe, das von AMD den BIOS-Support für die Ryzen 4000er CPUs zugesichert bekommen hat. Und was waren die Gründe, wieso ich auf das MSI B550-Board mich gefreut habe? Einerseits hat das B450 ITX-Board nur zwei RGB-4-Pin-Anschlüsse und keinen Addressable-3-Pin. Ja? Das hat mich ein bisschen geärgert, aber dann ja, kam von AlphaCool dieser RGB-Adapter raus. Das Ganze ist kein richtiger Adapter, sondern ein Controller, der über SATA entsprechend direkt ans Netzteil angeschlossen werden kann. Nicht über so einen ekligen Molex-Stecker, sondern richtig über SATA. Und das Ganze lässt sich dann mit einer kleinen Fernbedienung im Innern des Gehäuses steuern. Und daran habe ich derzeit einerseits den Waterblock hier mit dem Radeon-Schriftzug, als auch meine zwei 140 mm IK-WADA-Lüfter angeschlossen und kann endlich die Lichter in meinem System steuern. So, was hat das Ding gekostet? 12,90 Euro, Link dazu packe ich natürlich in die Infobox rein. Und diese 12,90 Euro ja, mit meinem knapp 100 Euro B450-Board sind deutlich günstiger als die B550-Lösung. War das das Einzige, wieso ich auf das B550-Board aufrüsten wollte? Nein, es gab noch eine weitere Kleinigkeit, und zwar hat dieses Board lediglich zwei 4-Pin-Lüfteranschlüsse. So, der eine ist für meine Pumpe, ja, für meine Pumpe der Wasserkühlung, und der andere ist mit einem Y-Splitter für die zwei 140 mm Lüfter zuständig. Ja, das heißt, ich habe zwei Lüfter an den einen Anschluss und die Pumpe an dem anderen Anschluss angeschlossen. Nur habe ich hier jetzt noch zusätzlich, wenn ihr hier reinschaut, einen 92 mm Lüfter in das System eingebaut. Wie habe ich das gemacht? Ich habe mir von Noctua das Teil hier besorgt. Und der NASAC5 ist ein SATA auf 4-Pin-Anschluss. Dieser bietet eine konstante Spannung und ist entsprechend sehr, sehr laut. Wie habe ich das Ganze dann mit einem super kleinen 92 mm Lüfter hier nichtsdestotrotz leise gelöst? Ganz einfach, es gibt zusätzlich von Noctua sogenannte Low-Noise-Adapter. So einen hatte ich zu Hause rumfliegen, habe entsprechend das Ganze zwischen den Lüfter und die SATA-Stromversorgung geschaltet, reduziere damit den eingehenden Strom und damit die Umdrehungszahl. Und der kleine Noctua NFA9 ist an der Stelle mehr als ausreichend, um hier genug Airflow in mein System reinzubringen. Und was kostet dieses SATA-Kabel von Noctua? 6,90 Euro. 6,90 Euro, also aufgerundet 7 Euro und 12,90 Euro für den RGB-Adapter. Seid ihr bei, ja, 20 Euro, unter 20 Euro und mit dem 100-Euro-Board 120 Euro. So, und ich habe alle Feature, für die ich auf B550 aufgerüstet hätte. Und das MSI-Board liegt bei über 200 Euro, ja, und das war das Einzige, was für mich wirklich in Frage kam. Entsprechend, ja, ist es für mich den Aufpreis nicht wert. Und vor allem, ganz ehrlich, ich hätte sehr, sehr unüberlegt auf eine PCIe 4.0 SSD aufgerüstet. Und die, ja, habe ich bereits in mehreren Videos gesagt, auf 500 GB macht es erstens keinen Sinn. Ja, es hätte schon eine 1 TB Variante sein müssen, denn der Leistungsunterschied zwischen PCIe 3.0 und 4.0 SSDs im Top-Segment ist einfach fast nicht existent und der Realitätsbezug ist hier gänzlich verloren. Ja? Die 500 GB Ausführung von Safran hat 109 Euro gekostet, die WD Black SN750 hier an der Stelle nur 79 und das sind noch einmal 30 Euro Preisunterschied. Zusammen mit den 100 Euro beim Board sind das über 130 Euro. Hätte ich hier noch zusätzlich eine 1 TB PCIe 4.0 SSD genommen, hätte ich nochmal unnötig Geld zum Fenster rausgeschmissen. So habe ich ganz entspannt eine 1 TB SATA SSD für 80 Euro ins System eingebaut und bin immer noch günstiger, als wenn ich auf B550 aufgerüstet hätte. Ja Leute, das war jetzt erst einmal nur so ein kleines Resümee, ja, zu den beiden Launches von B550 als auch den Matisse Refresh CPUs, also unter Ryzen 3000 XT. Es ist einfach sehr, sehr gut vom Marketing verpackt gewesen und sieht auf den ersten Blick sehr, sehr interessant aus, aber es lohnt sich einfach nicht. Es lohnt sich nicht. Daher bin ich mir auch ziemlich sicher, dass B450-Boards langfristig gesehen definitiv nicht so gut verfügbar sein werden wie die teureren B550-Boards.
Und erst recht, seitdem AMD das Versprechen gegeben hat, jetzt doch BIOS-Support für Zen 3 zu liefern. Und ja, an der Stelle möchte ich mich erst einmal verabschieden. Eine Sache noch. AMD ist dafür bekannt, dass sie mit ihren CPUs entsprechend auch bei so einem Ryzen 3600 Game Keys verschenken. Ja, und mit diesem Ryzen 3600 habe ich an der Stelle für knapp 150 Euro einen Key zu Horizon Zero Dawn gratis bekommen. Ich glaube, die Aktion ist gerade abgelaufen, wenn dieses Video rauskommt. Also ich schaffe es leider nicht früher. Aber ja, das Spiel ist bis jetzt noch nicht auf dem PC rausgekommen. Also es ist ein brandneues PC-Spiel, auf das ich sehr, sehr lange gewartet habe, das eigentlich ein PlayStation 4 Exclusive war. Und der zweite Teil ist bereits angekündigt. Entsprechend freue ich mich, das Ganze auf dem PC genießen zu können. Aber keine Sorge, Leute, mit den neuen Ryzen 3000 XT-CPUs kommt ein neues Game Key Bundle. Und zwar nicht nur mit den XT-CPUs, sondern auch mit den alten Ryzen-Chips. Und entsprechend gibt es Assassin's Creed Valhalla, ja, dieses Wikinger Assassin's Creed Game, das ebenfalls erst Ende des Jahres, glaube ich, rauskommt. Aber das gibt es gratis zu den neuen AMD-CPUs, als auch dem bestehenden Sortiment. Und von daher definitiv Top-Preis-Leistung. Ja, wenn ihr auf der Suche nach einer neuen CPU seid, achtet auf jeden Fall, dass wenn irgendwelche GameKey-Aktionen gerade online sind, dass ihr die auf jeden Fall mitnehmt, denn es ist einfach geschenktes Geld. Und dementsprechend, ja, beende ich das Video hier an der Stelle und danke euch fürs Einschalten. Wir sehen uns das nächste Mal zu einer weiteren Runde GaxTV. Bis dahin bleibt mir nichts weiteres zu sagen als Gaming Fitness, that's you see on GaxTV.